eigentlich alles cool. Ich reconnecte mal. Zurück zum Hauptmenü. Moin DM Linsky, alles gut? Wir haben genau 200 Spielstunden auf dem Server. Echt? Ja. Krass. 200, überleg mal, ne? Wie lange der Server jetzt schon läuft. Sanna, ich komme jetzt zu dir. Okay. Jetpack ist mega geil. Also dieses Fliegeding ist einfach insane. Nicht überall rumhüpfen und so wie so ein Trottel. Das ist schon sehr, sehr gut. So. Polymer wird produziert. Hört wieder Mucke an. Nice. Hier, wird hier machst du jetzt Kunststoff. Genau, mit dem wird Kunststoff produziert. Warum zum Teufel geht das nicht? Wir haben keinen Strom. Lol. Xander, hast du etwa den Strom wieder vergessen? Nee. Hä? Hast du irgendwas abgebaut? Ich hab nichts abgebaut. Ah, nee, alles gut. Ich hab eine Stromleitung gekappt gehabt hier. Zahner denkt direkt wieder, ich bin am Trollen. Woher kommt das wohl? Den Ruf hast du dir über Jahre selber aufgebaut. Nee. Junge, man kann den Turbo-Bass richtig spammen. Jetzt ist Strom da. So, jetzt wird Plastik produziert. Also Kunststoff hier wird produziert. Der läuft hier hinten raus und der wird schon auf dein Förderband wird er mit draufgelegt. Der Kunststoff. Ja. Und halt in die Base, glaube ich, gebracht auch.
Kunststoff wird ja auch in die Base gebracht, ne? Bei mir? Mhm. Nee. In die Main Base. Also ich bringe keinen Kunststoff in die Main Base. Ja, aber ich glaube, ich habe den Splitter gesetzt. Okay. Dafür. Aber ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Okay, das ist Kunststoff. So, hier. Doch, ja, hier ist ein Splitter beim Kunststoff, aber der geht, macht nur Dings hier. Ja, ich weiß. Kann da müssen wir gucken, das könnte sein, dass das Band dann verstopft jetzt mit der Zeit. Kann es sein, dass das zu lang ist? Nee, alles gut, warte, ich mach das schon. Hier kommt was an, aber zu wenig. Soll ich mal eine Pumpe hier reinbauen? Ja, das Problem ist, ich brauche... Hast du Stahlträger? Hast du Stahl? 200 laden hoch. Kannst du mir auch eben geben. Ich bin hinten bei dem Dings bei mir. Stahlbeton, ne, meine ich. Diesmal. Stahlbeton. Lade ich 34 nochmal hoch. Mehr habe ich nicht gerade. Ja, ich hole die sonst gleich nochmal. Ich will einmal überwachen. Was scheint jetzt gerade zu laufen? Warum läuft das Plastik? Okay, aber der scheint das den Kunststoff doch alles komplett zu verarbeiten. Okay. So, und hier wird Turbotreibstoff produziert und den muss ich jetzt noch abzwacken. Ja, wir bauen Turbotreibstoff. Ah ne, warte mal, Turbotreibstoff muss ich noch verpacken, ne, damit wir ihn nutzen können, richtig? Mhm. Aber das ist ja kein Problem. Kann ich mir hiervon was wegnehmen und einfach hier nochmal eine neue kleine Kunststoffproduktion bauen. Für Kanister. Eine Lift ist nicht MK4, ja, wir müssen gleich sowieso gucken, weil ich habe gerade immer wieder mit Ressourcen gebaut oder Dinge gebaut, die, weil ich keine Ressourcen mehr hatte, weil ich halt so lange im Dschungel war. Im Dschungel? Ja, ich musste doch die ganze Zeit Schwefel und Kohle da hinten machen. Habe ich doch querfeldein, habe ich doch die Förderbänder verlegt. Na, damit die hier hin transportieren, sehe ich. Ja, genau. Und damit das nicht halt komplett kacke aussieht, habe ich überall Beton hingesetzt. Mache ich auch immer so. Aber der Weg, wo der Zeug herkommt, den können wir auch nehmen. Also einfach einen daneben setzen oder drüber. Und dann können wir den Weg nehmen, um Quarz und Sand und so hier hin zu transportieren und dann halt hier zu verladen. Ne? Das ist genau der gleiche Weg. Die ist jetzt noch nicht komplett fertig, aber schon mal so geht's schon mal, glaube ich. Wir müssen auf jeden Fall gleich mit der Aluminiumproduktion dann loslegen. Ja, hiernach geht's sofort los in Aluminiumproduktion. So, hier jetzt die Umfüllanlage. Wie viel Turbotreibstoff produzieren wir jetzt? Wir produzieren jetzt 30.
60, 90, 120, 150, 180 Turbotreibstoff produzieren. Moin, Annabella. Und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich hoffe, alles ist gut. Lass sich die Minute abpacken. Das heißt, wir könnten rein theoretisch sagen, wir packen 20 die Minute ab, speisen das bei uns ins Lager ein, damit wir immer genug davon haben und den Rest, den verballern wir einfach zusätzlich noch in Kraftwerken, oder? Ja, wir können, ja klar, wir können den auch takten. Sind dann 50 die Minute. Aber spielt keine Rolle, oder Ken? Was sagst du? 20 die Minute verpacken reicht doch, oder? Ja. Später kann man ja immer noch takten. Ich zeige jetzt meinen Special Move, passt auf. Ja, ich achte schon. Heftiger Move. Oh, die Sachen kann ich mal hochladen hier. Kühlsystem habe ich auch noch gefunden, ey. Ich habe auch noch gerade eine bauliche Maßnahme vorgenommen neben meiner Expedition. Die würde dich sehr erfreuen. Ja? Mhm, zeige ich dir gleich. Kanister die Minute. Wir könnten auch 60 Turbotreibstoff die Minute produzieren. Das wäre kein Problem. Was sagst du? Ey, mir ist das egal. Wir werden so oder so wahrscheinlich unendlich haben. Wir diskutieren gerade nur darüber, wie schnell wir unendlich haben. Ich weiß halt nicht, ob wir den Turbotreibstoff dann einfach nutzen sollten, um damit Strom zu produzieren, weißt du? Das könnten wir zum Beispiel machen. Ach, ist doch scheißegal, ich mache einfach einen Splitter und dann sage ich ihm einfach, der soll... ins Telefon. Ich gehe noch mal kurz in die Base, Leute. Da können wir wahrscheinlich eine neue Festplatte forschen. So, wir da. Jo. So kommt man auch schnell in die Base jetzt mit dem neuen Förderband MK5. Das ist halt nochmal viel, viel schneller.
den. Wo macht er denn solche Faxen? Was denn jetzt das Problem? Beep, 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 ach so, weil es ein intelligenter Splitter ist, ich Dummkopf. Überschuss. Erstmal. Alternativ Schwerölrückstand. Raffinerie produziert aus 3 Rohöl, 4 Schwerölrückstand und 2 Polymerharz. Okay. Ist das gut? Keine Ahnung. So, ich meine Güte. Erzähl nochmal bitte, was? 3 Öl in der Raffinerie ergeben. Wie viel insgesamt pro Minute? Bitte? Wie viel pro Minute? 40. Ja. Ergeben? 4 Schwerölrückstände. Insgesamt pro Minute? 40. Okay. 40 und 40, 2. Oder? Polymerharz. 20 pro Minute. 20 Polymerharz und 40 Schweröl. Dürfte schlechter sein, glaube ich, als das. Okay, dann tue ich einen Neuscan machen, in der Hoffnung, dass warte. Also aktuell haben wir eine mit 30. Warte mal. Wir haben ein Rezept mit 60 Rohöl. Wird zu 130 Polymerharz pro Minute. Ja. Und zu 20 Schwerölrückständen. Was sagst du? 30 Rohöl pro Minute werden zu 40 Schweröl und 20 Polymerharz. Ja, wir kriegen halt mehr Schweröl raus, ne? Wir kriegen bei 60 kriegen wir 80 Schwerölrückstand raus. Das ist halt gut. Okay, soll ich das nehmen? Also das ist halt die einzige Möglichkeit, um schnell an Schweröl ranzukommen. Aktuell. Ja, nimm. Ich kann brauchen auch Neuscan zur Not durchführen. Nee, brauchen tun wir es jetzt gerade nicht, aber es ist halt gut, wenn wir halt viel Schweröl brauchen, irgendwann ist es gut. Ja. Okay, dann nehme ich das. Ja. Dann haben wir gleich noch eine Festplatte zum Scannen. Ja. Okay, also wir produzieren auf jeden Fall jetzt 216 Kunststoff die Minute plus 160 verdichtete Kohle, also mehr als 160 verdichtete Kohle, falls wir die mal brauchen, produzieren wir jetzt auch. Und wir produzieren jetzt 160
Nee, gar nicht. Entschuldigung, das ist jetzt falsch. Wir produzieren 20 verpackten Turbotreibstoff die Minute. Okay. Und 150 Turbotreibstoff die Minute. Abzüglich der 20, also 130 Turbotreibstoff zum Verbrennen für die Kraftwerke. Die könntest du vielleicht jetzt eben kurz bauen, wenn du Lust hast. Und den Turbotreibstoff, den wir verpacken. Wie viele Kraftwerke brauchen wir denn? Ich weiß nicht, was, wie viele Kraftwerke. Warte mal, guck mal kurz eben. Produktion. Strom. Treibstoffgeneratoren. Ich kann die nicht bauen, weil mir Stahlbetonträger fehlen. Kannst du nicht in einem bestehendes gucken da in der Nähe? Ach so, warte mal, ich kann auch einfach. Nee, weil du musst ja den Turbotreibstoff einspeisen, damit du bekommst, wie viel, weißt du? Ich würde eh 8 Stück wieder bauen. Also ich baue dann einmal das Ding als Blueprint. Ja, weiß ich nicht, ob sich das jetzt noch so lohnt, Kevin. Wir machen doch bald Atomkraft. Das wird noch dauern, bis wir da hinkommen, Zander. Also ja, okay, dann jetzt mach mal hier halblang, ne? Du musst ja jetzt nicht nach den Sternen greifen, ne? Ich greife immer nach den Sternen, Kevin, weißt du doch. Okay, ich bin aber mal kurz eben AFK, weil Schwiegervater ist gerade da. Jo, alles klar. Dann gehe ich jetzt erstmal, ne? Stuff holen. Jo. Jo, bis gleich. Bis gleich. So, okay, Leute. Dann let's go. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Stuff holen, ne? Also, da muss ich gleich mal gucken, was ich alles brauche. Wenn ich diese Plattform baue. Ich weiß auch gar nicht, ob die in den Dings reinpasst. Da müssen wir auch mal gucken. Das habe ich noch gar nicht überprüft. Ne, das kann ich knicken. Brauche ich gar nicht in diesem Blueprint-Dings bauen. Der ist viel zu klein. Viel zu klein. Okay, Strom. Treibstoffgenerator. Okay, da brauchen wir das. Nee, die Tor.
Hey, was ist denn hier passiert? Die wollt ihr so bestimmt setzen, ne? Nehmen wir mal zur Sicherheit noch welche. So, dann brauchen wir noch Beton. Oh, die Festplatte ist fertig.
bringt Xander zu seinem Freund. Nicht. Jetzt geht's. So. Julia hat einfach keinen Musikgeschmack. Deswegen jammert die wegen dem Radio. Muss mal gucken, ob das ein 5er Durchmesser war. Nee, das 7er, ne?
Ja, ist 7. Moin, Cory Viral, mein Lieber. Wie geht's? Hier, ich mach dir ein bisschen Feierabendmucke an. Julia hört den Song auch sau gerne. Ey, was macht der hier? Spür meinen Bass. Mach, dass du wegkommst. So kann man in den Feierabend starten, ja, Cory Viral. Ist ja kurz vorm Wochenende eigentlich, ne? Nicht vergessen, Leute, Samstag, 18 Uhr, Phasmophobia Special. Samstag um 18 Uhr gibt's ordentlich Phasmophobia Action. Wird geil. Menü öffnen. Kassette wechseln. Ich und mein Golfwagen. Hauen wir mal rein. Let's go. Thank you.
Kann ich den Schweberucksack hier tragen? So, jetzt brauchen wir Stahlwände. Machen wir die Stahlwände. Stahlwände. Moin, Tanja. So. Dann brauchen wir Glas. Hori Viral, ich danke dir, mein Lieber. Vielen Dank für den Support.
So. Dann brauchen wir als nächstes. Die habe ich nie im Leben. Nie im Leben beim anderen benutzt. Never. Monster, dankeschön. So eine war das. Danke für 12. Liebe geht raus. Jetzt gucken wir, dass wir hier ganz schnell dazu machen. Ja, haben wir eine Glaswand vergessen. Schon korrigiert. Kann man die Chrom färben? Ja, perfekt. Dann passen die zum Eisen. Die Dings stehen, glaube ich, falsch. Das kann aber eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich richtig.
Oh. Ja, die müssen noch einen weiter nach hinten dann. Yo, was geht? Ich bin wieder da. So, warum baust du das jetzt? Warum baust du das ohne. Danke. Warum baust du das ohne Designer? Der ist viel das zu klein, Zander. Der ist viel zu klein. Echt? Das passt da nicht rein. Ja, von der Höhe alleine schon. Von der Höhe würde ich gerade mal die Hälfte von diesem Glaskasten da reinkriegen. Deswegen baue ich das komplett ohne Designer. Das. Ich kriege das ja eh jetzt sauschnell mit diesem Schweberucksack hin. Der Designer ist richtig, richtig doof, so wie er ist im Moment. Er ist zu klein. Der muss größer werden. Ja, die haben den ja, glaube ich, vergrößert. Ich glaube, das gibt. Das sagt meine Freundin auch immer zu mir. Zander, bist du noch da? Ja, ja, ich lache gerade. Warum? Nur so, Kevin, weiß ich auch nicht. Warum lache ich gerade? Weil ich gesagt habe, der ist klein, der muss größer werden. Nee, dass deine Frau das immer sagt. Deswegen lache ich. So. Ey, wo ist denn hier? Da, ist ja. Okay, und jetzt muss ja noch einer nach hinten. Perfekt! Ziemlich unsensibel, dass Zander bei so einem Thema lacht, ja. Man lacht einfach weiter. Also, was soll ich sagen? Ich freue mich eigentlich nur, dass ich jemanden habe, der genau das gleiche Problem hat wie ich. Ich lache aus Freude. So. Nicht falsch verstehen. Was halt super nervig ist, wenn du halt dieses Jetpack anhast und du dich daran gewöhnst und dann wieder das andere Jetpack anziehen musst, weil du das gerade so nicht nutzen kannst, weil du kein Strom da ist, weißt du? Ja. Das ist immer sad. Das Geile ist halt, man kann damit wirklich so schnell bauen. Also in was für einer Geschwindigkeit ich dieses Ding jetzt hier ziehe, ne? Ja. Weil ich halt einfach auch wie in einem Creative Mode mich bewege. Wie eine Biene. Wie eine Biene. Was sagst du zum neuen iPhone 16? Ich wusste gar nicht, dass es ein neues iPhone gibt. Was ist denn daran neu? Warum lachst du jetzt? Jetzt kommen die ganzen Apple-Leute. Was? Du weißt nicht, dass es ein neues iPhone gibt? Was? Wie? Wo? Hä? Das muss man doch wissen. Ämste? Safe. Safe. Yeah.
Wird Treibstoff bei uns in der Base gelagert? Ja oder nein? Nö. Nö, ne? Nö. Es gibt so einen Song, der ist immer so, wenn es abends dunkel ist, ist so ein Hintergrundsong. Der hört sich ungelogen so an wie aus Grounded. Jedes Mal, wenn ich den höre, muss ich an Grounded denken. Ach, Grounded, so ein schönes Spiel. Ja, ist so. Hey, kann das sein, wenn der Strom leer geht beim Schweberucksack, dass du sogar gar nicht mal einfach so nach unten droppst, sondern gleitest? Ich weiß, denkbar, ich weiß es nicht. Warum? Weil ich gerade keinen Strom hatte nach unten und der ist gefallen bin und der ist gegleitet statt gefallen. Kam mir zumindest so vor. Ich hab dir ein Lagersystem gemacht, kann ich gleich mal zeigen. Hm. Muss da gleich sowieso einmal hin. Die Leute wollen ziemlich häufig unser Lagersystem sehen, Zander. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, ich hab auch das Gefühl. Ich hab das Gefühl, die wollen bei uns klauen. Die wollen unsere Sicherheitssysteme. Letztens meinte nämlich schon jemand, hey, ich hab mir das Design von deinen Kraftwerken geklaut. Wie gehen wir damit um? Anzeige, oder?
Ich habe einen guten Anwalt für Urheberrechtsstreitigkeiten. Ist gut. Den brauchst du wahrscheinlich auch später, falls es dazu kommt, dass Coffee Stain Studios unsere überragende Idee ins Spiel bringt. Ins Spiel bringt. War aber nicht mal gelogen, ich habe wirklich einen sehr guten Anwalt für solche Sachen. Jetzt nur provisorisch erstmal. Hey, habe ich dir eigentlich von der Dings-Thematik noch erzählt gehabt hier? Von dem Gerichtsprozess. Von der Summe, die mich bezahlt wurde. Ja. Das ist ja mittlerweile alles durch, ne? Ja. Aber ich habe immer noch nicht alles. Echt? Ja. Ist jetzt so weit, dass der Anwalt, den ich da habe, der hat jetzt schon mittlerweile einen Gerichtsvollzieher eingeschalten. Gibt's denn das Unternehmen noch? Ja. Naja, ich sag mal so, wenn man teilweise sogar auf die Post vom Gericht nicht reagiert und sich dann beschwert, dass man das nicht mitbekommen hat und deshalb dann den Gerichtsprozess verloren hat, weil man einfach sich auf nichts zurückgemeldet hat, dann kann ich mir auch vorstellen, warum da bis jetzt noch nichts passiert ist, groß. Wie lost das ist. Ja, aber also ich sag mal so, mich stört's nicht, weil daraus resultiert, dass ich einfach immer mehr kriege. Aber hä? Das, ich verstehe halt nicht, was ist denn da los, Alter? Vor allen Dingen, ich habe ja schon, das Placement habe ich ja schon bezahlt bekommen, das Geld, ne? Was jetzt noch aussteht, sind quasi Summen, die sich durch den Prozess ergeben haben, den ich extra führen musste, die müssen bezahlt werden, damit ich nicht auf den Kosten sitzen bleibe vom Prozess. Also den ganzen Bearbeitungskosten und allem, ne? Ja. Und quasi einen Zinssatz, der sich ergibt aus der Zahlung, weil das die ganze Zeit nicht bezahlt wurde. Was, ne? Was ist denn ein Dummkopf? Wahnsinn, ey. Ich konnte es auch nicht fassen.
So. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertan habe, ja. Wir fahren jetzt ins Lager Treibstoff. Turbo-Treibstoff und den normalen Treibstoff. Abgepackt. Beides. Wir beides ins Lager gefahren. Oh yes, baby! Yes! Nice! Ey, kannst du mir mal ein bisschen Gummi reinlegen noch? Wie viel brauchst du denn? Weiß nicht, 400? Ich brauch ja. Ein bisschen Gummi. Kriegst du. Lass mich gerade. Das Band ist nämlich nicht voll ausgelastet und das ist ganz geil. Das heißt, wir können später, falls wir noch mehr haben, können wir noch mehr hier dran setzen. Zum Beispiel Kunststoff oder so können wir hier noch dran setzen und können das auch ins Lager fahren. Das ist ziemlich sick. Kriegt er keinen Treibstoff mehr? Hast du noch 16 Turbodraht, die du mir hochladen kannst? Nee. Doch. Lade ich dir hoch. Danke.
Ihr habt ja gestern noch einiges geschafft. Was genau meinst du? Gestern Phase 3 abgeschlossen, ja. Schwebe-Jetpack, ja klar, das haben wir direkt als erstes freigemacht. Das war direkt das, die Priorität Nummer 1 für uns. Warum kriegt der jetzt nicht von ihm? Alles ganz genau getaktet hier. So langsam füllen sich die Rohre wieder. Wir können auch theoretisch gleich die Dings hier in Betrieb nehmen, ne? Ich habe hier alles ready. Die Kraftwerke? Ja, ist schon fertig. Okay. Jetzt haben wir hier so einen zweiten schönen Turm stehen. Boah, Junge. Wie hoch man fliegt. Mit dem Turbotreibstoff. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir das mit dem Strom am besten angehen. Ich habe aber eine Idee. Ich pack den Turbotreibstoff aber mal rein ins Lager. Ach, das sind schon drei. Ne? Ja. Den kann ich nehmen. Ich habe jetzt auch keine Kabel wieder mehr. Ich habe noch Kabel. Bin bei dir. Wo bist du? Ich bin hier bei dem Turm. Ich setze gerade die Stromverbindung. Junge, ich habe schon wieder die ganze Zeit Musik. Ich leg dir oben Kabel hin, komm her. Ist von mir noch am Laufen? Ja, hier. So. 200 oder? Ja, das reicht. So, dann. Habt ihr den Turbotreibstoff im Lager zugewiesen? Nee, ich glaube nicht, oder? Kann das sein, dass der geschreddert wird gerade? Der wird wahrscheinlich geschreddert. Es gibt noch keinen Container. Aber können wir ja gleich schnell machen. Halb so wild. Ich mach das jetzt eben. Da, 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 da. Bist jetzt sowieso sehr schnell mittlerweile schon da durch die MK5-Bänder. Ja.
Ja, stimmt. Wenn man Leertaste drückt, dann kann man das runterdingsen als so ganz langsames Gleiten machen. Ja. Das ist geil, ne? Nö, eine Alu-Produktion haben wir noch nicht. Och Mann. Mir fehlen jetzt Eisenstangen, mir fehlt alles am laufenden Band. Ja, kenne ich das Problem. Alles, was ich vorhin hochgeladen habe, die ganze Zeit. Hä? Eisenstangen hast du mir doch nicht hochgeladen. Eisenstangen habe ich auch hochgeladen. Hab ich dir hochgeladen? Ich habe auch vorhin welche hochgeladen. Ich habe davon aber keine gebraucht. Alles ist weg. Das Inventar ist viel zu klein in dem Spiel. Ich wünsche mir ein größeres Inventar. Hat sich noch niemand gewünscht. Das Ding ist ja, eigentlich haben wir ein gigantisches Inventar mit der Cloud, aber wir haben sie nicht richtig angeschlossen. Die Frage ist, wie machen wir das? Weil wir müssen ja für jedes Item dann einen eigenen Container haben, ne? Ja. Ja. Das Einzige, was wir halt machen könnten, wäre das Dach der Kuppel eins anzuheben. Also eine Container. Oder ey, wir haben doch oben noch den Platz für die Container oben drauf. Unter dem Dach. Ja, da müssen wir mal gucken. Das geht. Wir packen oben, packen wir einfach überall die Container rein. Das geht. Schießen wir da unseren Cloud-Speicher an. Streaming-Glatz, danke für 55. Ich mach einen der nicht gesetzten ganz hinten zu Turbo-Treibstoff, ne? Ja. Und einen zu normalem Treibstoff. Normalen brauchen wir doch gar nicht mehr. Ja, ich mach das gerade. Wenn wir den nicht brauchen, fahren wir den einfach in Dings rein, in Schredder und fertig ist. Jetzt gerade fahren wir den hier rein. Oder soll ich den nicht reinfahren lassen? Ich würde nur Turbo nehmen. Den anderen würde ich schreddern. Gott. Wir machen ja Turbo und dann werden wir wahrscheinlich irgendwann bestimmt jetzt noch Bio machen, wenn der ewig hält. Lieber, wir haben das Lager vernünftig. Hat der den hier überhaupt schon an? Können wir nicht theoretisch sogar die Treibstoffproduktion, ne, die du gerade verpacken lässt, den Treibstoff zukünftig auch für Generatoren nutzen? Ja klar, das machst du doch. Du baust jetzt eine Produktion für Turbotreibstoff. Ja, aber ich meine jetzt den normalen Treibstoff, den wir ja gar nicht mehr benutzen. Naja, der ist ja verpackt. Ja, aber da ist doch auch bestimmt eine Pipeline dran, die den füllt, ne? Ja, aber so. Voll wenig. Okay, aber das ist wenig, was da rauskommt, okay. Das sind, glaube ich, eine Pipeline, insgesamt haben wir, glaube ich,
keine Ahnung, lass mich nicht lügen, 600 Kubikmeter Treibstoff die Minute oder so. Oder mehr. Vielleicht sogar 800. Und ich zwack 20 ab, um die abzupacken. Ja, okay. Also, das macht halt, glaube ich, keinen Sinn. Die Förderband nach einer Minute überfüllt. Achso, ja, wir machen das ja mit dem Zug, ne? Der Zug bringt alles zu unserer Mainbase. Wir fördern nichts mit Förderbändern zu unserer Mainbase. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, warum bei so vielen Leuten das Lager immer überfüllt ist. Das Förderband, bei uns aber nicht. Weil bei uns fördern die Züge das dahin. Und die Züge haben ja immer eine... Also der Zug fährt, vollgeladen, bleibt stehen, lädt ab und dann fährt er weg. Und in der Zeit, wo er wegfährt und kein anderer Zug da ist, lädt der einfach nur ab. Das heißt, unser Lager wird vollgefahren und das Förderband hat eine gewisse Zeit, wo nichts passiert. Dann wird nur das Lager vollgefahren und ja, so wird das Förderband nicht voll. Und im Moment arbeiten wir sogar noch mit MK4-Förderbändern. Wenn wir da auf 5 gehen, dann ist das ja auch nochmal ein signifikanter Anstieg. Oder später 6. Also ich glaube, mit den Zügen kriegen wir das gar nicht ausgelastet. Genau, und Reste gehen immer in den Schredder, genau. Ja, wenn wir 2 Industriecontainer voll von etwas haben, reicht das auch vollkommen. Ja. Wie ist das denn jetzt bei dir in der Produktion? Mit dem Plastik. Habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Ich bin ja die ganze Zeit gerade am Bauen gewesen. Hey, wie, das Ding hat sich nicht aufgeladen? Ich kann ab. Das ist die Pipeline, die du nachher anzapfen musst hier, ne? Wo auch immer du bist. Was denn? Muss ich gleich gucken. Wir können die jetzt schon verlegen. Ja, dann mache ich das. Muss ich hier auf alle 4 splitten? Ja. Die müssen wir splitten. Wie hast du das beim letzten Mal gemacht? Hast du es auf 2 und dann auf 4 gesplittet? Ich habe immer 2 gesplittet und angeschlossen, aber hier wirst du jetzt wahrscheinlich... Ja, du musst das einmal dran setzen. Ja, kannst du so zum Beispiel machen.
Machst du rechts und links. Kann ja auch so machen, oder nicht? So? Ah, warte mal, ich hol die mal runter. Und so. Könnte sein, dass wir eine Pumpe brauchen, oder? Game wieder gecrashed. Nein, unten brauchen wir noch keine. Eigentlich. Ich weiß nicht, warum das Game manchmal crasht. Ich bediene einfach das Menü zu krass. Die ersten zwei laufen. Ja, weil die an Strom dran sind. Nice, die produzieren jetzt 250 Megawatt. Ja. Ganz normal. Ich komme jetzt wieder rein und dann werde ich jetzt da alles anschließen und dann geht's los. Aber der verbraucht nur 7,5 Kubik pro Minute. Ja, du darfst nicht vergessen, in dem anderen Turm, die sind getaktet, ne? Ich schließe jetzt alle an und dann gucken wir, wenn die noch nicht genug verbrauchen, dann takten wir die schön. Ja, warte mal, ich muss wissen, wie viel wir verbrauchen. Also wir haben hier 20 pro Minute. Hey, warum kommen hier keine leeren Kanister mehr an? Ah, weil er keinen Überschuss mehr hat. Der muss rechts und links jetzt gleich splitten, was soll das? Warte mal. Rechter Ausgang. Oh, jetzt. Jetzt geht's wieder. Okay, also der verbraucht hier 20 pro Minute. Wir produzieren mit allen 100%, ne? Wenn ich mich nicht irre. Produzieren 150. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Produzieren 180. 180 und 2, also 160 haben wir. 160 haben wir über. Also ich hab 8 Generatoren, ne? Ja. 4 unten und wieder 4 oben. Mhm. Und 180 bleibt übrig? 160. 160. Und einer macht gerade 20. Nein, einer macht 30. Einer produziert 30 pro Minute, aber wir nehmen ja am Ende 20 noch ab für den Turbotreibstoff. Verpackt. Das heißt, wir haben 160, also 160. Was verbraucht denn einer, der voll getaktet ist? Kann ich gleich gucken. Ich bin gerade noch eine Sache hier am Machen. So.
Unser Lichtwert, also das Maximum, was wir aktuell haben, ist etwa 5. 7,5 pro Minute verbraucht einer. Ja, ist nichts. Warte mal. Ich nehme mal voll getaktet. ...18,75 pro Minute. Voll getaktet? Ja. Also 160 geteilt durch 18,5. Wir könnten 8,6 von den Dingern bauen. Ja, das heißt, ich kann die dann alle takten, ein Turm, ne? Ein Turm, alle volltakten, haben wir Überschuss. Ey, und einer produziert 625 MW, ne? Das ist geisteskrank, Zander. Guck mal, wie unser Strom gerade steigt. Ja, ist doch geil. Dann haben wir auf jeden Fall... Also unsere Stromprobleme, die haben sich jetzt erledigt. Ja, ist doch nice. Dann hat sich das ja doppelt gelohnt. Dann haben wir Turbotreibstoff, wir haben mehr Kunststoff und wir haben mehr Strom. Geil, Alter. Wir sind jetzt schon bei 15,5 MW. Und die oben, die vier sind noch nicht angeschlossen, oder? Die sind jetzt angeschlossen. Die sind auch schon getaktet, aber unten, die sind noch nicht getaktet. Das mache ich jetzt. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz aufmerksam machen. Am Samstag, nicht vergessen, 18 Uhr Phasmophobia. Wird sehr, sehr geil. Mit Kevin zusammen. Wir sind jetzt sehr drauf. Bei fast 17.000 MW Strom. Wir sind bei 17.000. Ja. Nice. Wir haben den maximalen Verbrauch von 15,5, wenn alles läuft. Das wird aber nie passieren. Und wir sind aktuell bei einem Verbrauch von 8,8. Also sagen wir mal 9. Das ist halt strong. Wir haben fast das Doppelte an Strom, wie wir jetzt aktuell verbrauchen. Ja. Ja, Strom ist eigentlich für uns aktuell einfach gar kein Thema so. Ja. Nice. Ja, hat sich übertrieben gelohnt. Junge, was das hier auch schon wieder für ein Komplex ist, der hier entstanden ist, ne? Kevin? Was meinst du jetzt mit den ganzen Sachen? Guck dir das mal an. Ich habe am Anfang nur die, in Anführungszeichen, nur die Ölbohrinsel gehabt. Guck mal, was jetzt hier abgeht. Ich finde aber auch geil, du musst mal überlegen, wir haben uns ja eigentlich bisher noch gar nicht so in die ganzen anderen Biome ausgebreitet, ne? Also wir haben schon sehr viel alleine nur aus diesen paar Biomen rausgeholt bisher. Ja. Ja, ist so. Der Güterzug fährt jetzt mit 3 Waggons schon hier in den Bahnhof ein. Bei uns. Und es sind einfach noch 4 Stück komplett frei. Ja, ja gut, und die, wo was drinne ist, die sind ja nicht voll, ne? Da ist ja nur ein bisschen drinne. Ja. Okay. Aber an die Aluminiumproduktion, sagst du? Ja, ich mache noch eben den Rest hier vom Turm fertig. Hä? Ach du Scheiße.
Das ist auch eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, warum die kein Photovoltaik drin haben, finde ich wild. Aber vielleicht ist Photovoltaik und Windkraft und so einfach viel zu overpowered. Weil du kannst die einfach bauen und produzierst permanent Strom. Ja, bei Wind hätten die dann, müssen die dann eher sowas machen, wie dass auch Windstille kommt. Dass die Dinger fast gar nichts bringen, eine Zeit lang. Also, dass das riskant ist, nur auf die zu setzen. Ja, ja, genau, weil zu starke Schwankungen drin sind, stimmt. Das ist bei Sonne ja genau das Gleiche. Nachts ist dann die Sonne weg und du hast dann nachts auf einmal viel weniger Strom. Ja, da kannst du entweder sagen, du setzt auf alternative Energien oder du musst mit Energiespeichern arbeiten. Genau, mit Speichern. Das ist eigentlich ein guter Call. Naja, aber also sowas wünscht sich in der Satisfactory-Community niemand. Da kann ich auf jeden Fall, das brauchen wir nicht, sowas. Man soll ja den Planeten ausbeuten, also ist Wind und Sonne Mist. Ja gut, aber um die Photovoltaik-Sachen zu bauen, musst du ja den Planeten trotzdem ausbeuten. Du musst ja trotzdem Ressourcen grabben, um... Nee, Zander, das ist Mist. Lass das jetzt. Okay. Eher alte Dino-Reste verballern. Stimmt. Ich habe letztens einen geilen Beitrag gesehen, da muss ich auch lachen. Da hat jemand so einen Dinosaurier in der Hand gehabt und hat gedacht, woraus werden Dinosaurier? Ah ja, aus Rohöl. Rohöl ist vielleicht aus Dinosaurierresten. Das heißt, mein Dino ist ein echter Dino. Genau, jo, alles klar. War wieder zu viel Marihuana geraucht. Guck mal ganz kurz, wie viel Dings wir haben. Wir haben 52 Coupons. Ja, gerade drin. Da kommt doch gut was zusammen, ne? Seht ihr, und obwohl wir jetzt hier alles anliefern, stand das Band gerade für einen relativ langen Zeitraum. Ja, der Zug hat das jetzt angeliefert, jetzt wird das leer gefahren und es ist die ganze Zeit kein weiterer Zug da. Wäre aber auch nice, den Skylift umgekehrt zu haben und die Sonne auszusaugen. Was mittlerweile alles hier ankommt, ne? Das ist halt auch einfach komplett crazy. Stahl, Computer. Da kommt jetzt der nächste Zug. Und das Band ist noch nicht leer, Kevin. Ja? Das könnte problematisch werden, tatsächlich. Ach. Dann wäre das schon längst überfüllt. Das ist unser Zentrallager hier, ja. Da jetzt eine Lücke. Schnelleres Band löst das Problem sowieso. Mal ganz kurz rein. Es fällt immer noch keine Aluminiumplatten, den ganzen Basic-Shit hier anliefern. Das fuckt mich voll ab. Beton, das alles wird nicht alles geliefert. Stahlträger. Ja, okay, Stahlträger sind schon komplett voll. Nehme ich mal ein paar von raus.
und die Speicher auch erhöht werden oder geht kein größeres Lager? Ja, wir könnten es rein theoretisch, könnten wir es erhöhen, aber es macht halt keinen Sinn. Weil, wofür brauchen wir so viel von Dingen auf Lager? Also wir nehmen uns, guck mal, ich nehme jetzt hier 200, 400 oder vielleicht auch 1000 oder 5000 Gummi raus und die sind innerhalb von ein paar Minuten wieder voll. Also, es macht halt eigentlich nicht so viel Sinn. Hä, was ist das denn? Wir haben hier eine Kiste. Wir haben hier ein Dings, da sind voll viele verschiedene random Sachen drin. Ich glaube, kann das sein, dass der mal falsch eingestellt war oder so? Das kann sein, muss mal gucken. Vielleicht habe ich bei den letzten nicht schließen eingestellt, also... Alles gut, ich denke, das passt. Hier haben wir noch Katheriumdraht. Den lade ich nochmal hoch. Die Motoren sind auch schon, also diese modularen Motoren sind auch schon komplett voll, ne? Aber ich glaube, die sind schon seit heute Morgen voll, ne? Nein, ich glaube, die waren schon die ganze Nacht sind die durchgelaufen. Wir haben ja, die produzieren einfach 10 pro Minute, das ist eigentlich viel zu krass. Für so ein... Hier haben wir den Turbotreibstoff, der geht auch schon gut rein. Ja, und die anderen Dinger sind leer. Wo auf der Map habt ihr das errichtet? Genau in der Mitte. Und außenrum fahren die Züge und sammeln von unseren Produktionsstätten alles ein. Ich sag dir, Zander, die Leute, die wollen so bei uns klauen. Ja, das glaube ich auch. Wie viel kostet die goldene Nuss? 1000 Tickets? Ja, ich würde auch sagen, wir sparen direkt auf die als erstes. Am Ende 2 goldene Nüsse. Wenn du fertig bist, Kevin. Ich bin fertig. Aluminiumproduktion jetzt. Ich komme jetzt erstmal zurück und hole Turbotreibstoff. Der ist tatsächlich gar nicht so krass. Du fliegst halt super schnell hoch, aber der ist halt noch schneller leer als das normale Biozeug. Meinst du der normale Treibstoff? Ja, dieser ganz normale Anfangstreibstoff. Hier, warte, ich geb dir was. Habe ich nicht sogar was hochgeladen? Ich glaube, ich habe was in die Cloud geladen. Also ich muss auf jeden Fall in die Base, alleine schon, weil ich eine Festplatte noch habe. Ja, komm, dann lass uns in die Base gehen. Jeder sollte 2 Nüsse haben. Ja, es gibt aber auch Leute, die haben nur eine Nuss. Und die respektieren wir hier auch, okay? Und es gibt Leute, die sind eine dumme Nuss. Das ist auch wieder richtig. Im Livestream von Kofstain Studios hieß es, dass alternative Energiemöglichkeiten nicht ins Spiel kommen, aus Balancing-Gründen. Ich sag's so, wie es ist. Ja, ja. Ihr könnt erzählen, was ihr wollt, denn denen ist das scheißegal. Die labern irgendetwas. Und am Ende sagen die zu euch, wir haben euch nur angelogen. So. Bei den Fließbändern haben sie auch die ganze Zeit gesagt, da kommen keine neuen und haben dann gesagt, wir haben einfach nur gelogen. Auch richtig. Viel zu viele Wahrheiten hier gerade. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass alternative, also so Dings, nachhaltige Sachen und so, das ist halt schon schwierig, das zu balancen. Weil selbst wenn du mit Speichern arbeitest, ist es wahrscheinlich trotzdem voll OP. Es wäre halt cool, wenn es das geben würde, so im Late Game, einfach so für Spaß, weißt du? Aber der Kerngedanke ist ja trotzdem, Planeten zu zerstören. Und daher würde ich es, glaube ich, nicht bauen. Auch wenn wir es könnten. So wie die CSU. Sorry. Direkt wieder
zwei Leute hier verloren aus dem Chat. Also einer aus meiner Community ist letzte Tage wutentbrannt gegangen. Er hat in Discord geschrieben, immer diese Politikthemen, tschüss Zander, alles Gute. Echt? Ja. Würde ich mir gar nichts von annehmen. Nö. Ist halt nur schade, weil er eigentlich korrekt war, aber war halt... Ja gut, aber wenn, keine Ahnung, also wenn er einmal ankommt, weil du da irgendwie bei ein, zwei Sachen oder so und dann auch, also wenn das... Ich könnte ja verstehen, wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, so zwei, drei Stunden das am Tag machst, ja? Aber wenn wir jetzt hier einfach mal talken und nebenbei kommt so ein Thema und dann wird da in einem sachlichen Rahmen geredet drüber oder so, weiß ich nicht. Also es gibt einfach Leute, sag ich ganz ehrlich, ey, die haben einfach einen Stock in den Arsch und stellen sich den ganzen Tag an. Ja. Ich war sehr verwirrt von der Nachricht auf einmal. Ja, ich auch, ich auch. Aber ich fühle, also das, was Kevin sagt, fühle ich halt zu 100%. Ich habe übrigens mal die 1000 Kunststoff reingepackt. Noch ein bisschen Platz im Lager, im Inventar jetzt wieder. Aluminium. Wir müssen Aluminium produzieren. Ja, ich weiß, wo eine Aluminiumquelle ist, die wir holen können. Das Ding ist, bei Aluminium brauchen wir auch Kohle. Und hier oben ist eine Aluminiumquelle. Eine reichhaltige. Ja. Soll ich dir mal was sagen? Und theoretisch können wir hier fördern und dann hier hin transportieren, ne? Zum Bahnhof. Oh. Wir könnten gerade die Steuersystementwicklung so easy koppen. 200 Aluminiumgehäuse kosten ein Ticket. Und diese 200 Aluminiumplatten kosten auch zwei Tickets. Okay. Also für vier Tickets könnten wir einfach mal easy das Goal jetzt voll. Ja, aber das bringt uns halt nichts, weil wir kriegen dann nur neue Komponente, die wir dann brauchen, um an MK3 zu kommen. Ja, wir machen das ja sowieso. Ja, mir ist egal. Müssen wir nicht kaufen. Wir produzieren das ja eh. Ja, dann machen wir das jetzt fertig. Komm, let's go. Ja, dann bring ich... Komm mal mit, ich zeig dir erstmal die Quelle. Wir gehen erstmal zu der Quelle. Aber die beste Quelle... Ist ja, das die beste Quelle? Das ist eine reichhaltige. Eine reichhaltige? Ja, also reich. Wie reich ist sie? Oh, scheiße. Ah, oh, fuck. So. Hat geklappt. Immer diese Politik, ciao. Also das ist wirklich, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe das auch nicht, ehrlich, ohne Witz. Das ist jemand gewesen, der eigentlich immer super korrekt ist. Und vor allen Dingen hat er auch mal Meinungen rausgehauen, die so ein bisschen... weird sind. Ja, nicht weird, aber der hat halt auch mal so seine Meinung gesagt so im Chat. Und das ist auch vollkommen okay. Ich habe ihn eigentlich sehr respektiert so. Für das, was er gesagt hat. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Ganz komischer Move. War schon weird. Ey, ich habe schon Zuschauer gehabt, die haben mich angepumpt. Da habe ich zu denen gesagt, so ey, wenn du einen scheiß Tag hattest, dann keine Ahnung, schalt meinen Stream aus und komm morgen wieder. Aber lass deine scheiß Laune nicht an mir aus. Die haben dann entfolgt und sind gegangen. Ist mir auch scheißegal, interessiert mich ja, nicht. Ja, am Ende ist also, mir das auch mir, egal. Als ob ich mir von den Leuten, also ich sag das so, wie es ist, als ob ich mir von den Leuten bestimmen lasse, wie ich zu sein habe. Das ist doch das Unauthentischste überhaupt. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, also wie ich das empfunden habe, also ich habe das in keinster Weise toxisch, negativ, irgendwie schlechten Vibe-mäßig empfunden, als du von der Thematik erzählt hast. Im Gegenteil, sogar ich als außenstehende Person, ich habe ja, zum Beispiel, ich mache ja gar nichts zu Politik, weil ich bin da auch nicht so deep in dem Thema drinne. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Ich muss aber auch sagen, ich beschäftige mich nicht da so viel mit, wie man das vielleicht unbedingt sollte. Vor allen Dingen, wenn man darüber irgendwie Streams machen will oder so. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie negativ war. Und ich fand es auch interessant, einfach deine Meinung zu hören, warum du das nicht mehr machst, ne? Ja, ja, deswegen, also grundsätzlich finde ich das auch vollkommen in Ordnung, über Politik halt zu sprechen, aber es muss halt immer in einem gesunden Rahmen sein, ne? Wie du schon sagst. Also ich habe da jetzt selber keinen Bock, da jetzt jeden Tag wieder 8 Stunden drüber zu sprechen. Das habe ich ja letzte Tage schon gesagt gehabt. Aber ich finde es halt auch komisch, wenn Leute dann halt so reagieren. Es ist halt super nervig. Also ich habe da einfach gar keinen Bock drauf.
wenn man dann im Chat solche Nachrichten sieht. Ich weiß noch gar nicht, was ihm das gebracht hat, das so öffentlich zu posten, weißt du? Keine Ahnung, ich verstehe die Leute nicht. Ey, ich habe Zuschauer, die, ich sag das immer wieder, die Chat-Funktion von Twitch, dass du den Chatverlauf sehen kannst, das ist die geilste Änderung, die Twitch jemals reingebracht hat. Da sind Zuschauer, die gucken mich 4-5 Jahre, schreiben ganz normale Nachrichten und irgendwann kommen die auf einmal random in den Stream, ey, du bist voll die fette Sau. Da denke ich mir so, Digga, warum dreht der nach 4-5 Jahren durch und hat hier irgendwie, weiß ich nicht, einen psychischen Anfall oder so, wo der auf einmal ein komplett anderer Mensch ist. Ja. Manche sind einfach, weiß ich nicht, die sind ganz komisch. Die haben übelste Stimmungsschwankungen. Ja, ja, ich bin jetzt oben. Digga, wie kommt man da hoch? Ich bin da hoch, Das hab ich gesehen. Ja, warte. Ich kämpfe hier gerade gegen Monster. Ja, alles gut, ich weiß glaube ich, wo du hoch bist. Ich hatte mal, oder einer meiner allerersten Zuschauer, ne, und ich stream ja schon seit 2012, ne? Oder seit 2012. Einer meiner ersten Zuschauer, meiner ersten Follower, super lange mit dabei. Total der korrekte Dude. Schreibt auf einmal voll den Shit in den Chat. Und schreibt, ich entfolge dir jetzt. Ich denk so, hey, what the fuck, was ist denn jetzt los, ne? So, keine Ahnung, weil mega komisch, weil es überhaupt nicht zu ihm gepasst hat. Und am Ende, so einen Tag später oder so, stellt sich heraus, dass irgendein Kumpel von ihm, das musst du ja überlegen, wie asozial eigentlich, ne? Irgendein Kumpel hingegangen ist. Sich an seinen PC gesetzt hat, dann einfach auf Twitch gegangen ist und allen Streamern entfolgt hat. Sau weird. Okay, schaffst du den Weg hier hoch? Ja, wo bist du? Ich glaub schon. Ich bin hier irgendwo auf einem ganz wilden Pfad. Warte, ich kann dich auch abholen. Es gibt einen sehr einfachen Weg hier hoch. Ja, warte mal, hier ist eine Festplatte. Warst du die schon? Die hier? Weiß ich nicht, muss mal gucken. Aber ich glaube ja. Oh, hier ist ein Stahlträger. Ja, ist gelootet. Aber da ist eine Schnecke. Ja, Gas. Pardin, Vlad. Ich meine, man hat immer mal Zuschauer. Ich hatte auch Leute, die sind reingekommen im Stream und gesagt, ey, G-Time, sorry, letzte Mal, dass ich sowas geschrieben habe und sowas. Ich hatte einen scheiß Tag oder keine Ahnung, was los war. Da sage ich auch, ey, ist gar kein Problem. Ich denke da gar nicht mehr dran oder so. Also als Streamer, du liest am Tag so viele Nachrichten. Über sowas schaust du sehr schnell hinweg. Ja, aber keine Ahnung. Ich habe auch Leute, die kommen ins Stream. Dann sage ich zu denen, yo, bitte keine Tipps geben, ich möchte kein Backseat-Gaming haben, ne? Weil ich erkläre das auch immer so, ich sag, ey, wenn ich jetzt hier sowas wie, keine Ahnung, als Beispiel Zelda spiele, ein Rätselspiel, ja? Und ja, mir jemand die ganze Zeit die Rätsel vorsagt, dann brauche ich das Game doch nicht spielen, weil das ja, was den genau. Kern ausmacht, ist ja überhaupt nicht gegeben. So, und dann hast du die Diskussion, manche wollen das einfach nicht verstehen, warum du ein Spiel spielen willst, ohne deren Tipps entgegenzunehmen. Die verstehen das nicht, dass du Fehler machen willst. Das war auch bei Satisfactory so. Da hat einer was gesagt, da sage ich, bitte kein Backseat-Game. Da sagt er, also willst du, dass dein Lager vorläuft, unnötig. Da sage ich, ja, ich will den Fehler machen. Weil das ist ja die Unterhaltung, die dann entsteht für die Leute, wenn solche Situationen überhaupt zustande kommen. Hier kannst du hochjumpen, ne, wo ich bin. Ich finde das immer... Wo bist du? Hier, du springst einfach von der Rampe, boostest du dich hier hoch. Auf den Stein. Ach so, ja. So. Und um das jetzt kurz abzuschließen, die entfolgen dann, wenn ich denen das sage, am nächsten Tag folgen die rein und dann schreiben die einfach direkt Backseat Gaming in den Chat. Und dann sind die doch sauer, wenn die von den Mods getimeoutet werden und diskutieren und dann regen die sich noch mehr auf, wenn ich die dann banne, weil es mich einfach nervt. Hier, also das ist die Quelle. Okay. Oxid, rein. Ja. Nice. Das ist doch geil. Und direkt hier oben auf dem König der Löwen-Gipfel. Das einzige Problem, was wir haben, wir brauchen Kohle, um Aluminium herzustellen. Ist überhaupt kein Problem. Können wir das mal eben hier klären? Warst du hier schon? Ja. Wahrscheinlich, oder? Ja, ja, hier war ich schon.
Boah, Junge, nerven die Viecher, ey. Ich will hier rumlaufen können, ohne dass sie mich nerven, weißt du? So, das ist auch kaputt. So, pass auf. Wir haben genau hier, wo ich jetzt marke, das sind 1000 Meter, haben wir 5 Kohlequellen. Ja. Je nachdem, wie viel Kohle wir brauchen, können wir uns dann einfach ein dickes Band hier hinlegen. Ja.